Alexander Nolte, es gibt wieder einen Nachwuchs im Zoo Duisburg und zwar diesmal bei den Meerkatzen, den Runaway-Meerkatzen. Und da gibt es mit Sicherheit noch ein paar Informationen, weil ich glaube, die kennt nicht jeder. Ja, zum einen ist es super für uns, dass wir endlich diese Meerkatzen, dass die sich vermehrt haben hier. Wir haben die Tiere seit 2015, das ist eine hochbedrohte Art. Und die Manu, das Weibchen, kriegt so im Schnitt alle 2 Jahre ein Baby. Und wir haben uns riesig gefreut, dass es eben trotz des Umzuges 2015 schon dieses Jahr geklappt hat. Und ganz lustig ist, dass die Manu ist so ein bisschen so eine Mutter, die sagt irgendwie, das Kind wird schon groß, auch wenn ich mich nicht kümmere. Normalerweise sind Meerkatzenbabys die ersten 4 Monate fast ausschließlich bei der Mutter. Manu hat gesagt am 5. Tag, so Baby, jetzt wird nicht mehr festgehalten hier an der Mama, du setzt dich jetzt auf den Boden und wenn ich Lust habe, dir die Brust zu geben, dann darfst du dich wieder festhalten und ansonsten hast du hier alleine rumzulaufen. Wir haben jetzt ein sehr, sehr frühreifes Rollaway-Kind, was hier schon alleine klettert, was alleine durch den Käfig läuft, was schon guckt, was man essen kann, völlig untypisch. Hat sie aber, das wissen wir aus Heidelberg, bei all ihren anderen Kindern auch gemacht, die sehr souveräne, charakterstarke Tierpersönlichkeiten geworden sind, sodass wir jetzt hoffen, dass es bei der Kleinen genauso funktioniert. Und ganz besonders schön ist, ihre Tochter, die 2014 geboren worden ist, die kann sich eben auch schon um das Kleine kümmern. Man sieht das, die macht ganz starke Hilfsaktivitäten. Ja, sie geht da eben immer hin und allerdings, sobald der Kleine quengelt, ist Mama da und dann darf die Schwester den eben auch nicht mehr durch die Gegend tragen. Und das ist einfach schön zu sehen. Ist für uns toll, für die Besucher toll und für die hochbedrohte Art ist es eben auch toll. Es gibt in Afrika nicht mehr viele. Wo kommen die genau her? Die kommen aus Westafrika. Und da wird einfach im großen Maßstab für Ölplantagen, für Ölförderungen, für Felder der Regenwald abgeholzt. Und alle Unterarten oder kleinen Arten, die kein großes Verbreitungsgebiet haben, die leiden natürlich darunter. Wenn ich jetzt nur über 2 Staaten verbreitet bin und die 2 Staaten holzen den Regenwald ab, dann habe ich ganz schnell eben ein Problem, dass die Tiere akut bedroht sind oder eben aussterben. Die Art wird in Accra in einem Auffangzentrum auch gehalten und mit dem arbeitet das europäische Zuchtprogramm sehr, sehr eng zusammen, sodass da zumindest auch ein Austausch von Blut bzw. von Tieren stattfindet, sodass der enge Genpool in Europa und Amerika eben aufgewertet werden kann durch beschlagnahmte Wildfangtiere. Die werden im Zuge von Bushmeat gefangen, die Eltern werden gegessen, die Kleinen werden als Haustier gehalten, bis sie irgendwann zu groß sind. Jetzt die Frage, wie kam das, dass die aus Heidelberg hier nach Duisburg gekommen sind? Wir hatten jahrelang Diana-Meerkatzen und haben die auch erfolgreich gezüchtet. Die sehen im Übrigen fast genauso aus, die haben nur nicht diese schöne weiße Stirn. Okay. Und die Diana-Meerkatzenzucht ist hier mehr oder weniger eingeschlafen, weil wir den Vater und 2 Töchter hatten. Und für alle Tiere gab es einen Abnahmeplatz. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Und da die Rollaway-Meerkatze seltener ist und die Kollegen in Heidelberg 2 Zuchtgruppen hatten und gerne eine abgeben wollten, damit sie der anderen mehr Platz geben konnten, war das natürlich eine Win-Win-Situation. Und da haben wir dann zugeschlagen, sodass wir jetzt die seltenen Rollaway-Meerkatzen haben, die sehr seltenen Bärenstummelaffen und dann einfach so ein bisschen einen Schwerpunkt setzen können auf seltene westafrikanische Affenarten. Und ich nehme an, die Heidelberger, die freuen sich wahrscheinlich auch über diese gute Nachricht. Ja, die haben sich total gefreut. Das ist natürlich so, die Zoos arbeiten eh eng zusammen, man kennt sich auch. Und dann war natürlich, als wir wussten, der Kleine ist aus dem Gröbsten raus, hat sofort das Telefon geklingelt. Leute, ihr müsst eine Kiste Bier schicken, die ist allerdings bis heute noch nicht da. Ah, das wird sich da mit Sicherheit noch einrichten lassen. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und die Informationen. Gerne.